auch Tore. Und der Pass war schwach von Riese. Und Mönnig, schön den Ball abgefangen. Grün-Weiß müsste jetzt ruhig aufbauen. Man hat noch 20 Sekunden und man ist in Unterzahl. Jetzt müssen wir den Abschluss suchen. Mönnig und gefangen von Josephine Nau und damit endet die erste Halbzeit 12:6 für die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Schwerin. So, und auf geht's in Halbzeit. Zwei Spielstande, 12:6 für Grün-Weiß Schwerin. Wer ist Angriff für den Rostock anziehen? Wir wollen mal schauen, ob sie etwas besser ins Spiel kommen, wollte ich gerade sagen, Marianne. Mit dem ersten Konter und dem ersten Treffer. Das ist ihr sechster Treffer in diesem Spiel zum 13:6. Maria Reinke schaltet er von der Außenseite. Am Aluminium. Und der Wurf von außen schaltet dann an den Berger. Und schlechter Pass. Ballbesitz für Rostock. Der Ball ist weg und es ist wieder Angriff für Grün-Weiß Schwerin. Und auch der Ball geht an den Pfosten. Schlechter Pass, Einwurf für Grün-Weiß Schwerin. Wirkt ein wenig verschlafen hier die ersten Minuten der zweiten Halbzeit. Jetzt schön durchgesetzt von Paula Mönnig zu ihrem vierten Treffer in diesem Spiel. 14:6. Für Grün-Weiß Schwerin. Und wieder der leichte Ballverlust. Maria Henke mit dem Konter. An den Pfosten.
Rostock treibt den Ball nach vorne, aber es ist an sich etwas zu wenig Bewegung im Spiel. Auch wenn sie jetzt mal das Glück haben, den Abpraller holen. Und das Tor machen an Grevert mit dem Treffer zum 14:7. Das war ein schönes Kreisanspiel auf Janne Peterein zu ihrem dritten Treffer zum 15:7. Schön über Außen gespielt. Aber die Torhüterin Rattensberger hat den Ball. Kreisanspiel von Heinke. Und dann bleiben sie hängen. Schrittfehler. Franziska Rick gut aufgepasst und verwandelt sicher diesen Konter zum 15:8. Das ist ihr vierter Treffer in diesem Spiel. Und bleibt eine Spielerin liegen, doch sie steht schon wieder auf. Anne Gewert. Und das Spiel geht weiter. Und das war schön durchgesetzt und jetzt gibt es den 7 Meter. Völlig zurecht und auch 2 Minuten gegen Maria Heinke. Franziska Rick am 7-Meter-Punkt. Und sicher verwandelt. 15:9. Angezogen, aber Fuß entschieden. Freiburg für Rostock. Durch den Kreis gelaufen, der Konter läuft. Lilly Roloff sicher verwandelt. 16:9. An die Latte von Franziska Rick.
Es gibt Freiwurf für Gröber Schwerin. Freiwurf. Schönes Kreisanspiel, aber auch gut aufgepasst. Schwerin inzwischen wieder voll. Und Heinke direkt mit dem nächsten Anlauf. Das Kreisanspiel und den 7 Meter. Für Grün-Weiß-Schwerin. Maria Heinke. Treffer Nummer 7 in diesem Spiel, 17-9. Den Ball ab. Der Konter läuft über Eileen Lück, die ihn dann auch sicher verwandelt zu ihrem zweiten Treffer. 18-9. Langer Ball von Paula Münch auf Lilly Roloff mit dem Konter. 19-9. Treffer Nummer 3 für Roloff. Gescheitert. Bartelsan. An Nadine Berger und der Konter für Rostock. Franziska Rick mit dem Treffer zum 19-10. Ihr sechster Treffer in diesem Spiel. Hat sie sich klasse den Ball geholt. Die Milana Bartelsan. Schönes Kreisanspiel. Gehalten. Anna Charlotte Riese. Nicht. Wieder das Kreisanspiel. Haben sie Glück, dass sie den Freiwurf bekommen. Passives Spiel angezeigt, da hat ja keiner Bescheid gesagt. Und deshalb Ballbesitz für Rostock. Ein Doppelwechsel auf Rostocker Seite. Und die Chance aus Nanschischütt. Da hat sie Glück. Rattensberger bekommt den Ball an den Innenfuß und dann geht er zwischen den Beinen durch. Und auf der Gegenseite fürs Kreisanspiel Janne Peterreit mit dem Abschluss. Ihr vierter Treffer in diesem Spiel zum 20-11.